damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ein paar Tage Pause. Ja, das ließ sich nicht anders machen. Eigentlich wollte ich viel, viel früher aufnehmen, aber kam dann doch alles ganz anders als gedacht. So, und jetzt gucken wir mal. A colonist has died. Oh. Selbstmord. Okay, krass. Na, hier fehlt das Zeug, ne? Ja, wir müssen echt mal gucken, dass wir das jetzt hier langsam, aber sicher hinkriegen. Beton fehlt. Ist noch ordentlich da, aber warum? Achso. Ah, ich sehe es gerade. Machen wir hier ein paar hin. So, was ist damit los? Alles Mögliche ist ein. Ja, wir haben noch 9 Stück rumliegen. Dann lasse ich das nochmal einladen. Ich spule mal kurz vor. Ah, hier guck mal, die Betonlager sind auch fast alle voll, ne? Das ist Wahnsinn. So, wie es angekündigt hatte, unsere Lebensmittellager auch. Ja, die sind auch bald voll. Aber. Das ist ja nichts Schlechtes, denn Lebensmittel können wir genauso gut ganz, ganz viel gebrauchen wie von allen anderen Sachen auch. Wobei das halt wirklich, ich sag mal, wenn das Problem halt weg ist, dass man sagt, ich brauche unbedingt Lebensmittel, dann hat man eine riesige Sorge weniger. Das ist auch ganz okay. Und da ist ja fleißig am Produzieren, das ist okay. So, hier oben, die produzieren auch fleißig wieder nach. Sehr schön. Naja. So richtig viel konnte der jetzt auch nicht machen, ne? Naja, mal gucken. Das kriegen wir dann sicher auch noch hin. So, warte mal, hier, der hier. Da kann man den ganzen Beton holen. Genau, hier. So ist er einladen. There are earthsick colonists. Echt? Jetzt hat er das drin. Okay, dann schicken wir die mal nach Hause. Ich muss erstmal so einen Überblick verschaffen, wie es hier aussieht. Mal so ein bisschen langsamer. 13. Oh, das Experiment. Ein Wissenschaftler marschiert in deinem Büro und sagt, dass er ein wichtiges Klimaexperiment durchführen muss. Um dir zu beweisen, dass das Experiment völlig sicher ist, bittet dich David Barbosa widerwillig, seinen Test in der Nähe einer Kuppel durchführen zu dürfen. Nur für den Fall, dass man sich schnell in Sicherheit bringen muss. Okay, machen wir das. Wasserförderungssystem. Das ist das hier, oder? Ja. Damit können wir Seen an, also einen See anlegen. Super gut, ey. Das ist grandios. Das ist eine gute Sache. Ja. Ich muss unbedingt hier auslagern. Ja, und schubs, noch ein bisschen mehr Forschung. Sehr schön. So, aber ich will nämlich mal gucken. Also da oben ist, glaube ich, kein Platz mehr. Was haben wir hier? Hier sind noch ein paar frei. Ja, okay. Und hier
sind, glaube ich, auch noch frei. Welche frei, ne? Ja, also wir haben noch genügend freien Platz. So, und hier entladen, sagen wir mal. Sektor scanned. Da kommt er. So, warte. Warum hat er nichts dabei? Was soll das? Alles einladen. Aber falsch rumgeklickt diesmal wieder. Den nehmen wir mal beiseite hier. Alles dahin laden. Genau. Dann können wir das nämlich fertig machen. Und dann diese wundervolle Kuppel nutzen. Sehr schön. Resources are low. Genau, und das dahin. Guck mal, bringt das schon direkt dahin, damit das dann fertig gemacht wird. So, und dann können wir nämlich auch hier den Tunnel machen. Von der zu der Röhre. Genau. Sind jetzt alle Kuppeln miteinander verbunden. Ach guck mal, jetzt schafft er auch Sachen hier nach und nach. Ne, ist doch super. Und dann kann ich nämlich auch hier dann jetzt endlich das Bauen für Edelmetalle. Anschließen ans Stromnetz. Funding received. 910 Millionen. Das ist doch okay. Da kann man noch mit leben. So, gucken. Wasser. Okay, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Sauerstoff. Mal kurz warten, bis er gespeichert hat. Das ist auch mehr als genug. Strom. Okay. Da müssten wir eigentlich was machen. Ja. Also Strom ist ausbaufähig, sehen wir gerade. Aber das ist nicht schlimm. Den könnte ich mir... Ja, den könnten wir uns leisten. Rein theoretisch. Aber ich mache lieber mal Windkraft. Das ist irgendwie immer ein bisschen besser. Und ein zusätzliches würde schon reichen erstmal. Also zumindest im Moment. So, und dann gucken wir nämlich mal. Warum hat das keinen Strom? Dann machen wir hier unten direkt Kraftwerke dran. Das geht auch. Was ist hier los? Entlade. Achso, nee, lade ab. Also nicht fertig deswegen. Naja, man merkt, dass unsere Drohnen sind schon überlastet, ne? Aber er hat zumindest gut was zu tun. Ich muss auf jeden Fall schon mal gucken, wegen Metallextraktoren, dass ich den nächsten Bereich sichere.
Weil Metall kann man nie genug haben. Ja, das ist echt so. Sector scanned. Wir müssen halt hier hin, ne? Gut, das ließe sich machen. Wir könnten von hier nach hier eine Kuppel bauen und dann nach da. Genau, ja, das ist eine gute Sache. Das machen wir auch. Müssen wir mal schauen wegen der Zuständigkeit. Ja, das heißt hier so in dieser Ecke, hier muss die sein, die Kuppel. Okay. Kein Thema. Auch gut wäre, aber ich glaube, das würde nicht passen von der Reichweite des. Na, weißt du was? Machen wir das hier so? Wir können es ja drehen. Machen wir das erstmal so hier. Und machen dann. Hier so eine Standardkuppel hin, genau. Das ist eine gute Sache. Damit schön alles miteinander verbunden ist. Genau. So, das können wir auch schon mal miteinander verbinden. Ich kann schon mal rühren hier. Genau. Natürlich dann noch der Stromanschluss. Also wäre zumindest nicht verkehrt, ne? Ja. Sehe ich auch so. Hier links auch noch. Ah, sehr schön. Okay. Na, dann haben wir doch schon mal das. Na, hier finden jetzt halt die Leute, ne? Ist ja klar. Achso, aber hier ist doch ein Stromanschluss dran gewesen. Research complete. Forschung abgeschlossen. Schon wieder eine? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt abgeschlossen haben, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich muss da mehr drauf achten. Was hat man hier? Hm. Ja, das wäre eine Sache. Das könnte man machen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Kuppeln kosten 50% weniger Ressourcen.